Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Gravity Rush. Heute am 14.03. um 19.22 Uhr. Ja, eine Unter-der-Woche-Aufnahme, wer hätte es gedacht. Ja, wir waren ja stehen geblieben, sind gerade quasi, ich sag mal, aus der Unterstadt, Unterwelt, wie auch immer, mit der Arche nach oben gedüst. Oder wir waren, glaube ich, nicht in der Arche, ne? Auf jeden Fall ist ein Jahr vergangen seitdem und es ist hier ein bisschen was passiert, ne? Und diesen, ja, Geschichten müssen wir einfach auf den Grund gehen. Ich habe gerade was getrunken, tut mir leid, mit Kohlensäure. Oh, Entschuldigung. Oh. Der musste raus. Ja, ich weiß noch nicht genau, was jetzt mein Schwerpunkt hier ist, weil ich hatte jetzt gerade mal kurz einen Dialog mit Gade. Eventuell, ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal eine Dings haben, eine Sequenz oder sowas. Die wir vielleicht schon gesehen haben, aber egal. Werden wir dann ja sehen. Erstmal Stadt erkunden natürlich, erstmal ein bisschen mit den Leuten quatschen und mal gucken, was denn im Jahr passiert ist. Und dann können wir uns nämlich der nächsten Sidequest widmen. Klar. Der verlorene Schiff, der ist zurück. Ich habe dich erwartet. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Kannst du deine Kräfte einsetzen und mir helfen, Raven, Zaza und Sia näher zu finden? Dein Wunsch ist mir Befehl. Mal sehen. Hm. Oh. Was ist? Was siehst du? Irgendwas wirkt störend. Ich kann nur Bruchstücke sehen. Sie sind in der Nähe und doch fern. Es tut mir leid. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Ich verstehe, aber das heißt doch zumindest, dass sie da draußen sind, oder? Ich muss wohl einfach nur Geduld haben und daran glauben, dass sie irgendwann zurückkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das... Deswegen habe ich gerade auch kurz gestockt. Habe ich das letztes Mal schon gehabt? Ich weiß es nicht. Egal, jetzt haben wir ein paar Dialoge dann halt doppelt. Hex braucht dich. Werden wir schon, also ich zumindest überleben, bei euch weiß ich es nicht. Ist ja auch schon ein paar Tage her, wo ich die Aufnahme gemacht habe. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. So. Nein. Kabams. Hi. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal, ne? Kann das sein? Diese Sachen, man hat, stimmt's? Sie erinnern sich an gar nichts. Ja, das hatten wir auch schon mal. Genau, wie du es an die Armee abschießen, genau, ja. Ne, das haben wir schon gehabt. Okay, gut. Was mit der Wahrsagerin kam auch bekannt vor. Egal, hier war ja auch nicht viel in dem Stadtteil. Das heißt, wir können jetzt mal in den nächsten düsen. Gehen wir mal hier hin. Ja, guck mal, das war eine Dialogoption. Der Preis der Sicherheit. Und auf geht's. Das reicht locker, okay. Ich habe gerade nur gedacht, oh, meine Gravi-Energie geht langsam vielleicht doch schneller runter als gedacht. Aber nein, das kriegen wir locker hin. Ihr werdet doch mal so eine Sprechblase, ich meine, ist ein Jahr vergangen, ne? Ist ein paar. Oh, hallo. Ein paar Reisende vielleicht, ne? Claire Joine. Ein paar Juwelen kann man auch nochmal mitnehmen, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Also ich hoffe ja immer so ein bisschen darauf, nochmal ein paar Reisende zu finden. Ich kann mir vorstellen, das wird am Ende das sein, was ich ein bisschen, ich will nicht sagen farmen muss, aber ich muss sie erstmal alle finden. Ah, es war nur ein Gullideckel, okay. Dann ist es so. Die habe ich auch schon gesprochen, oder? Ich bin froh, dass die Nebel weg sind, aber jetzt komme ich mir wie ein Zuschauer bei einer... Ja, das habe ich auch schon. Okay, alles klar. Gut. gucken wir mal hier noch nach. Was haben wir hier? Der große Generator. Ich meine, okay, wenn ich jetzt sage, ich erinnere mich nicht daran, mir sowas angehört zu haben, heißt es natürlich nichts, ne? Ich bin gut darin, die Zeit von anderen Leuten zu verschwenden. Von daher mache ich endlich mal das, was ich kann. Ich muss mal ein bisschen Überblick haben. Alter, wie viele Juwelen gibt es denn jetzt hier auf einmal? Krass. Das ist geil, auf jeden Fall. Wie noch was braucht, kann man richtig sammeln. Die haben mir halt den Gravitationsgenerator mitgenommen, bevor wir die Arbeit daran überhaupt beenden konnten. Gravitationsgenerator? Das große, runde Ding da oben, was oben auf dem Turm war? Und jetzt müssen wir Waffen bauen. Ist das zu glauben? Der Generaldirektor der Firma wurde entfernt, weil er widersprochen hat. Wir haben keine Wahl. Wir müssen den Mund halten und tun, was sie sagen. Ein bisschen, ne? Diktatorisch vielleicht? Sorry, ich bin hier wieder gerade voll dabei, einfach die Juwelen zu sammeln. Ich werde auch nicht allzu lang aufnehmen, weil wir haben ja schon ein bisschen fortgeschrittene Uhrzeit. Da muss ich noch ein bisschen Sport machen. Ich denke mal so 3, 4, vielleicht 5 Parts. Mal gucken, wie es läuft. Die gehen bestimmt klar. So, okay. Gehen wir jetzt in den letzten Stadtteil, wo auch die Sidequest ist. Und da ist eine Dialogoption, okay. Lange liebe Nellika! Ach, die kriegen wir auch locker in die 300 Yards da. Kann ich eigentlich auch mit der Sensorsteuerung meinen Flug steuern? Ne, die fliegt einfach in die Richtung, okay. Versuch war es wert.
Hola! Lang lebe Nelika! Mit ihm als Anführer haben wir nichts zu befürchten. Dieser Typ ist ziemlich vehement. Ich zieh mich lieber zurück. Gelobt sei unser geliebter Anführer. Gelobt sei unsere starke Armee. In Hexville ist eine neue Ära angebrochen. Lang lebe Nelika! Bla 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 bla. Fanatiker. Liebe ist vergänglich. Okay, jetzt haben wir offensichtlich einen krassen Gegensatz, aber ist ja egal. Dich nehme ich direkt mal mit, ne? Aber nur bis hierhin. Da bist du ja. Ich hab's geschafft. Ich hab deinen Brief gefunden. Ach so, okay. Wie bitte? Kenne ich dich? Und was für ein Brief? Der Brief, den ich für dich suchen sollte? Ich hab ihn gefunden. Hier, er ist von deinem Freund. Meine Geliebte, ich werde dich bald verlassen. Doch auch wenn der Tod uns trennen sollte, wird unsere Liebe für immer weiterleben. Für immer dein. Ach, der Typ. Er ist ganz schön schwer, sich an Sachen zu erinnern, die schon ein Jahr her sind. Hör mal, Süße, kannst du den für mich wegwerfen? Was? Aber er hat sogar nach seinem Tod nach diesem Brief gesucht. Und du hast mich um die halbe Welt geschickt, um ihn zu finden. Ja, er war auch ganz nett, aber ich bin jetzt mit jemand anderem zusammen. Und der ist eine echt gute Partie. Er wird es im Bürgermeister Denellikas Partei noch weit bringen. Und was vorbei ist, ist vorbei, oder? Tschüss. Ja, können sich Leute in nur einem Jahr so verändern? Die Stadt sieht jetzt auch völlig anders aus. Was ist hier passiert? Okay. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich kriege jetzt ein bisschen was dafür, aber... Das ist hart. Das ist hart. Egal. So. Ui, ja, stopp. Erstmal neu orientieren. Da müssen wir nun kriegen. Hallo, da. Bitte enttäuscht. Das ist ja auch dumm von mir. Da stand ja auch Liebe ist vergänglich, ne? Und ich habe es irgendwie trotzdem erst viel zu spät gereiht, worum es geht. Wo stehst du? Ach komm, hör auf, dir immer an der Wand festzuhängen, Frau. Ach, dann noch tiefer, okay. Hupp. Ja, überall auf jeden Fall Soldaten auch am Start, ne? Meine Nase juckt. Ich dachte, die Dinge würden sich ändern und jetzt bin ich arbeitslos. Ich wurde betrogen. Betrogen von wem? Von dem neuen Bürgermeister Denelika. Ich dachte, er sei besser als der Idiot Bolsey. Ich dachte wirklich, dass er was drauf hat. Aber er hat sich nur aufs Militär konzentriert und jetzt geht die Stadt im Bach herunter. Ich weiß, was du meinst. Ich fand es hier richtig schön. Sag mal, ist Raven in letzter Zeit eigentlich mal gesehen worden? Raven? Nein, jetzt wo du es sagst. Sie ist ungefähr zur gleichen Zeit verschwunden wie du. Ach was. Oh, ich verstehe. Sie ist wohl noch nicht zurück. So. Ja, dann sind wir jetzt, glaube ich, noch nicht ganz durch. Was ist das? Ach, das ist die Mission. Ich Idiot. Entschuldigung. Ich sehe so selten diese roten Dinger. Neuer Lehrplan. Ja, okay, wir sind jetzt im Industriegebiet. Ne? War da auch der Campus? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht sehen wir jetzt ja wieder den einen Typen hier mal wieder. Keine Ahnung, wie der hieß. Fliegen da erstmal da ganz oben. Vielleicht ist da ja ein Reisender. Nope. Da ist einfach mal nichts, außer ein paar Juwelen. Die ich eigentlich mitnehmen kann, wenn ich schon mal hier bin. Ne? Ja. Wow, 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 wow. Okay, ganz ruhig. So. Ja, ne. Kurzflug, würde ich sagen. Pam! Ist der das? Ich glaube schon, oder? Cat, bist du das? Wir waren ganz krank vor Sorge. Es ist ewig her. Cat, ich bin so froh, dich zu sehen. Wir dachten, es wäre etwas Schlimmes passiert. Newt, Echo, tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Eigentlich wollte ich euch auch etwas fragen. Hat einer von euch etwas gesehen, das wie ein riesiger fliegender Tempel aussieht? Oder von so etwas gehört? Ein riesiger fliegender Tempel? Nee, davon habe ich nichts gehört. Was ist mit dir, Echo? Nein, tut mir leid, davon weiß ich nichts. Oh, hey, wo wollt ihr beiden denn hin? Oh, wir sind auf dem Weg zu einem militärischen Training. Ach, seid ihr in die Armee eingetreten? Nee, das gehört alles zum neuen Lehrplan in der Schule. Alle Schüler müssen dahin, auch wenn sie nicht wollen. Und wir wollen nicht. Du willst doch nicht, dass die Lehrer das hören. Du willst von der Schule fliegen. Das ist doch nicht verkehrt, du musst mal fix nicht mehr machen. Oh Mann, Hexel hat sich wirklich verändert. Sogar die Schulen sind anders. So. Ich hoffe mal, das läuft alles mit der Aufnahme. Taku sah jetzt gerade erstmal ganz gut aus. Also seitdem das eine Mal, ich zu Beginn der, war das in dem letzten Aufnahmetag, ich weiß nicht genau, gemerkt habe, dass ich halt mega viel Schwarzbild habe, mache mir schon so ein bisschen Gedanken. Also auch so ein bisschen manchmal Tagesform abhängig, mein Grabber. So. Einmal zur Nebenaufgabe. Bekommen wahrscheinlich auch unser letztes Outfit, was wir bekommen können. Klar. Hauptquartier der Spezialeinheit, ich scheine am richtigen Ort zu sein. Hey, du da, dieser Bereich ist für Zivilisten gesperrt.
Was hat er denn für ein Problem? Mein Name ist Cat und ich bin hier, um mit Yuri Giorno zu sprechen, dem Commander der Spezialeinheit. Sagst du Cat? Du bist der Shifter, oder? Warte kurz. Ja, Sir, verstanden, Sir. Ich schicke sie sofort rauf, Sir. Der Commander wartet auf dem Kriegsschiff. Du kannst hineingehen. Wir stellen dir einen Besucherausweis aus. Ein Besucherausweis ist ja alles hochoffiziell hier. In Ordnung. Also, ich kann mich jetzt nicht bewegen. Die Regeln des Krieges. Oh, das wäre geil, wenn es so ein bisschen Strategiespiel wäre. Yuri sollte auf der Brücke sein. Hast du dich entschlossen, der Armee beizutreten, Shifter? Ich bin mir noch nicht sicher, aber im letzten Jahr ist so viel passiert, dass ich mehr über die Zeit wissen will, in der ich nicht da war. Gut, ich werde dich aufklären. Als Nelika vor etwa einem Jahr an die Macht kam, wurde die Quallen-Spezialeinheit aufgebaut. Damit sollte die wachsende Navy-Bedrohung bekämpft werden. Dank uns sind die Navy kein Problem mehr. Und willst du auch keine Probleme machen, oder? Wovon redest du da? Warum sollte ich Probleme machen? Seewespe halte ich zurück. Die Quallen können jede Hilfe gebrauchen und der Shifter wäre ein starker Verbündeter. Verzeihung, Sir. Obwohl die Navy-Bedrohung eingedämmt ist, bleibt ihr weiteres Vorgehen unvorhersehbar. Wir dürfen nicht ruhen, bis sie restlos ausgelöscht sind. Shifter, wir können jemanden wie dich gebrauchen. Und ich glaube, du könntest die Veränderungen in Hexville besser verstehen, wenn du mitmachst. Es wäre schön, die Kämpfe nicht mehr allein führen zu müssen. In Ordnung, ich nehme das Angebot an. Hervorragend. Seewespe, besorgt der neuen Rekrutin eine Uniform und kümmere dich um ihre Grundausbildung. Ja, Sir. Die hat ja richtig Bock. Oh, das ist ja eine Grundausbildung. Ich weiß nicht. Neuer Rekrut. Damit komme ich mir so professionell vor. Sie passt perfekt. Wie findest du es? Steht mir die Uniform? Ich erwarte, dass du meine Befehle befolgst und komme jetzt mit zur Grundausbildung. Sie ist immer so ungeduldig. Grundausbildung? Permit, ist alles bereit? Ja, das Trainingsgelände steht zur Verfügung. Wir können mit der Prüfung anfangen. Verstanden. Komm mit, Shifter. Ich erkläre dir die Regeln, wenn wir da sind. Oh nein, nicht wieder Challenges mit Punkten oder sowas. Also zu den Regeln. Die folgende Prüfung soll deine Kampfreflexe testen. Im ganzen Gebiet wurden Navy-Attrappen verteilt. Attrappen? Ich habe doch schon gegen echte Navy gekämpft. Ein Soldat muss bei jeder Herausforderung Gelassenheit bewahren. Die Dinge dürfen nie außer Kontrolle geraten. Das wäre nicht nur gefährlich für dich, sondern für alle, die sich in deiner Nähe befinden. Ich bin nicht gefährlich. Jawohl. Achso, der ist nur gedacht. Okay. Ich muss also nur diese Prüfung absolvieren, ja? Du musst überhaupt nichts. Wenn du aufgehen willst, kannst du gerne nach Hause gehen. Warum muss sie immer so gemein sein? Ich gehe nirgendwo hin. Die Kampfbereitschaftsprüfung wird zu zweit durchgeführt. Die Wettbewerbssituation soll das Beste aus den neuen Rekruten herausholen. Ich werde heute dein Partner sein. Hab ich ein Glück. Gut, fangen wir an. Ich bin immer kampfbereit. Permit, unsere neue Rekrutin sagt, dass sie bereit ist. Starte die Prüfung. Verstanden. Ich beginne die Prüfung. Die Navy-Attrappen sind einsatzbereit. Navy-Attrappen. Der Kämpfer, der die meisten Attrappen zerstört hat, gewinnt. Okay. Ah, da ist ja schon einer. Hab ich gar nicht gesehen. Sehe ich denn auch mal, wie viel mein Gegner hier kaputt gemacht hat, oder? Was? Hey. Geht das auf Zeit, wer zuerst 10 hat, oder wie sieht's aus? Da liegt das Schiff da vorne. Ah, guck mal, da geht's weiter. Wo? Da. Ab. Zack. Ja gut, die schnellste ist sie jetzt nicht, ne? Ey! Drecksau. Egal, mach ich dann so. Guckst du blöd, ne? Ach, shit. Ich glaube, ein paar Schüsse hätte ich vielleicht auch noch treffen können. Wenn ich ein bisschen gewartet hätte und den Angriff nicht abgebrochen hätte. Zack. Ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen eine schnellere Fluggeschwindigkeit hatte als ich. Oder auch nicht. Ah, ich weiß nicht, treffe ich ihn? Nein, aber klar. Oh, Pumps. 15 war doch geil. Komm aus dem Weg. Oh, kann ich dann hinterher auch gegen die kämpfen? Das ist auch zur Grundausbildung. Och, Mädchen. Den habe ich mir eigentlich reserviert. Geht er denn noch? Ja, stopp, 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 stopp. Mädchen, geschmeidig bleiben. So, Mann! Triff doch einfach. Danke. Bäh. Ah! Ja! Die macht das auch nicht clever, ne? Weil ich versuche ja wenigstens die kaputt zu machen, die am nächsten sind. So.
Was war das denn? Warte, da hat jemand geschrien. Miau. Aber ich kann hier jetzt nicht weg. Sie wird denken, ich hätte aufgegeben. Sie werfen mich aus der Spezialeinheit. Ich weiß. Ich kann einfach nicht ignorieren, wenn jemand in Gefahr ist. Okay. So viel Zeit muss sein. Außerdem habe ich so einen mega Vorsprung. Stopp. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Bist du eine neue Rekrutin? Wo bist du verletzt? Ist es schlimm? Ich bringe dich lieber ins Krankenhaus. Nein, das geht nicht. Ich bin mitten in einer wichtigen Mission. Ich wurde gerade zur Spezialeinheit befördert. Meine Lippen sind wieder ein bisschen trocken. Ich kann sie jetzt nicht im Stich lassen. Wovon redest du? Wir folgen strengsten Richtlinien. Sobald sie begonnen hat, hat die Mission höchste Priorität. Ich muss nur gegen den Schmerz ankämpfen. Es klingt, als würdest du in diesem Kampf verlieren. Und sieh dich an, du kannst dich kaum bewegen. Diese Wunde muss versorgt werden. Ich muss diese Nachricht zum Commander bringen. Das ist meine Chance, auf mich aufmerksam zu machen. Wie wäre es, wenn ich dir helfe? Ich muss nur dich und die Nachricht zum Commander bringen, ja? Nein, das kann ich nicht zulassen. Wenn sie sehen, dass eine Rekrute mir hilft, werden sie mich ewig damit aufziehen. Das bleibt unter uns. Du bist den Qualen doch auch keine Hilfe, wenn deine Verletzung schlimmer wird, oder? Lass mich dir helfen. Wenn du die Nachricht abgeliefert hast, lass dich im Krankenhaus versorgen. So, ich muss jetzt aber einmal kurz einen Cut machen, weil ich brauche einen Schluck Wasser. Auf jeden Fall. Meine Lippen, die sind gerade richtig pappig. Und ja, die Zeit ist auch voll, ne? Also sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis gleich.